Gentlemen, you must respect children. So viele Schwestern machen hier einen auf Rambo. Zieh deinen Krank hoch, so fühl dich wie Rambo. Sie lernen Tricks von Respekt in ihrem Leben. Ich geh alle aus dem Weg, doch schau nicht weg, wenn ich es sehe. Ich hab wirklich kein Interesse, doch leicht bist du kein Widerstand. Wir wechseln diese Menschen, Höflichkeit mit Schwäche. Vorstrafen gehört doch schwerer Raum. Was man nicht macht in seiner Jugend, wenn man Rede braucht. Und unten rein fehlt die Anerkennung, wenn ein Text gegen der Wand der Menschen gebrust. Wegnehmen ist beschämend. Ich war ein Haufen Scheiße. Heute begreife ich, als mein Vater zu mir meinte, mit dem Alter kommt die Reife. Ihr Umfeld ist gefährlich, die Gesichter kennt man. Ja, lass die Gangster auf, sie können das nicht ändern. Wir sind nicht wie sie, ihr Leben ist verdammt schwer. Trotzdem sollte man nicht alle überall den Kamm scheren. Man sagt, sie seien schwulfeindlich, es wird so geredet. Ich nehm kein Hintereingang, wenn es auf um Morde geht. Ist mir egal, soll sie's machen, wie sie's meinen. Aber Rap-Rebel ist 100%. Genauso, ich bin das in der Frauenfeindlichkeit. Ich bin dominant, aber frauenfeindlich nein. Das Problem ist, Mann und Frau spielen heutzutage Rollentausch. Zu viele Männer haben am Frauen ihren Stolz verkauft. Das macht keinen Sinn, das ist Dreck und ist Gelaber. Zum Beispiel ist nicht so groß wie der Respekt von meiner Mama. Ihr Wort ist mein Gesetz, ihr Lächeln ist ein Sieg. Ihr Leben heißt Krieg, ihre Tränen heißen Krieg. Stimmt, was man sagt, sie vergiften die Jugend. Klischee, ich bin lediglich den Stift und ich blute. Ich presse es in mich rein, diese Krisen in meinem Bauch. Ich öffne nur Perücke, mein Ventil und lass es raus. Sie liebt mich und denkt, dieser Typ ist so wie wir. Anscheinend können sich die Kids mit ihnen identifizieren. Ja, richtig, eure Kinder kacken auf ihr Abi. Zeigen nur auf dich und sagen, das ist unser Abi. Sie hören nur auf mich und hören nicht auf euch. Sie schreien, genauso will ich euch an. Gut, was ist daran lobenswert? Warum nicht? Ich bin kein krimineller Drogenkerl. Und auch kein Junkie, so wie Sido, der sie fehlleitet. Nur ab und zu wütend, denn auch mir geht's scheiße. Ich hab auch Probleme, ich hab auch Familie. Meine Ex ist nur 14, ich hab auch mal Krisen. Und warum tun die Rapper namentlich zu frei machen? Sorry, doch die anderen Rapper machen es mir einfach. Lebt in einem Kleinstadt, erzählt was von Ghettos. Leben respektlos, ihr Leben sei gesetzlos. Alles monoton, geht zum Straßendeutsch. Da stimmt doch was von mit dem Osnabrück. Was ich mit Money Boy tat, ist was von meinem und sich scheiden. Doch auf irgendeine Weise war die Scheiße meine Meinung. Feindlichkeit und Druck von Regionen von Klicks. Für einen kurzen Augenblick war meine Vision so gefickt. Ich fühlte mich im Namen von Rap so beleidigt. Musste den Leuten zeigen, dieser Dreck ist so peinlich. Mein Zug schickt die Pick an sein Hobby, mein. Das hier ist Rap, auf dem Stempel ist ein Hobby, mein. Genau, was hab ich gesagt? Ich war auf der Bühne und schrieb, sie sind Mann für alles. Das ist der Mann. Ich sterbe doch, verkaufe meine Seele nicht. Ich bin Widerstand, überblut ich jeden Tag. Anstatt eine Marionette zu sein und tu, was man mir sagt. Ich schwöre mich nicht selber, das wäre ehrenlos. Ich bin Rebell, ich bin der Gegenpol. Und wenn ich ab morgen keine Platte mehr verkaufe, ist das schade. Und kann von meinem Spiegelbild behaupten, ich war hart.